Ja, hallo zusammen. Heute wie gewohnt das spirituelle Heute-Journal fast pünktlich wie die Maurer um 19:30 Uhr. Und an meiner Seite, die andere Seite von Deutschland ganz oben, ich bin ganz unten oder fast ganz oben in der Nähe von Hamburg, die Gisa Dröge. Hallo Gisa. Ja, hallo Nepomuk, wie schön, dass wir mal wieder zusammen sprechen hier. Ja, das war wieder mal wirklich, es ist wieder mal Zeit geworden, gell? Weil du bist ja fleißig im Einsatz mit deiner Hospizarbeit und begleitest hier Menschen in ihren letzten irdischen Stunden, um ihnen den Wechsel so leicht wie möglich zu machen, ne? Naja, da hat sich also innerhalb der letzten 1,5 Jahre sehr viel, ich sag mal, verschlechtert. Das, was in der Hospizbewegung geschafft war, von wegen Freiheit und bewusstes Sterben, das ist im Grunde alles zunichte gemacht. Wir gehen also da, oder nicht mehr, aber wir gingen da also wirklich in die Zimmer mit halben Astronautenanzügen, mit ich weiß nicht was, als wenn wir wirklich sonst irgendwelchen Säuren ausgesetzt sind. Also es war völlig überzogen. Inzwischen hat sich das ein bisschen wieder gelegt, aber die Psyche und die Seelen, die so einsam und alleine sterben mussten und von uns gehen mussten, die haben also ganz schön gelitten. Das ist wirklich also ein Verbrechen an dieser Generation, die also den Krieg auch miterlebt hat und auch die Nachkriegsgeneration. Das ist also ganz fürchterlich, was da abgegangen ist. Ja, das hat man noch gar nicht so richtig thematisiert. Man hat immer das thematisiert, dass die natürlich der Gefahr ausgesetzt sind und auch in den ganzen, ja, Altenheimen etc. Aber dass hier natürlich, wenn jemand sowieso in den letzten Stunden liegt und sagt, jetzt muss ich mit dem auch noch in einen Astronautenanzug hier auftauchen und damit der überhaupt keine Menschlichkeit mehr erfährt, in dem Sinne, boah, also das ist natürlich dann, da sieht man wieder, wie wir Deutschen oft einmal, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber gerne mal über die Stränge schlagen mit unserer Korrektheit. Ja, Deutschland ist da absolute Steinzeit, das muss man wirklich sagen. Also die Deutschen sind sehr hörig, auf das ich viele Dislikes jetzt bekomme oder sonst was. Aber ja, ich sage das nochmal, sind sehr hörig und der Denkapparat ist zum Teil ausgeschaltet und das ist natürlich gerade das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen sollten im Moment. Naja, also, es fällt mir gerade ein, was du sagst, Dislikes. Ich hatte ein tolles Interview mit Ulrich Krammer zu seinem neuen Buch. Und das ist auch ganz gut angekommen. Hat mich aber einige Abonnenten gekostet, weil es ist interessant, wenn je mehr das ein Video ankommt, desto mehr Abonnenten verliert der Kanal. Das ist auch sehr interessant. Ja, wunderbar. Aber wir machen es ja nicht wegen den Abonnenten, sondern wir machen es ja, dass die Leute, die dabei sind, sagen, okay, jetzt haben wir wieder was dazugelernt. Gesa, aber wir wollten uns ja nicht hier so einen Smalltalk machen zum Thema, Ja. wobei es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was du da machst, weil du bist ja, wie gesagt, näher dran wie du, kann ja keiner mehr sein an diesem Thema Leben nach dem Tod oder vor dem Tod. Aber wir haben ja hier heute den Titel Zwei große Denker des 21. Jahrhunderts und die haben sich auch genau mit diesen Themenfeldern auseinandergesetzt, natürlich noch ein bisschen breiter aufgestellt, wie wir das sind und die sind tatsächlich Menschen, die ja an der primären Forschung beteiligt waren. Und beginnen wir mal mit eigentlich mit dem Werdegang. Du hast ja den Professor Dr. Ernst Senkowski ja kennengelernt, auch während der Zeit, sage ich mal, wo es eben schon in die Phase, sage ich jetzt mal, des Übergangs rübergegangen ist und hast ihn dann noch begleitet bis zu seinem Tod. Und Ernst Senkowski war tatsächlich, man darf heute das Wort K quer oder so gar nicht mehr nennen, weil das hat ja heute eine Bedeutung. Aber zu dieser Zeit wäre sein Denken schon etwas quer gewesen, weil er gesagt hat, oder soweit ich das von ihm alles gelesen und gehört habe und so weiter, war der ja jemand, der gesagt hat, okay, es tauchen hier Phänomene auf, und zwar diese Tonbandstimmen. Und die können wir nicht wegdiskutieren, die können wir auch nicht weg, sage ich mal, leugnen. Aber und er war jemand, der sagt, okay, ich weiß nicht, er hat gesagt, er hat sogar offensichtlich seinen Ruf da ein bisschen aufs Spiel gesetzt, weil er sagt, ich forsche darüber. Ja, also die beiden hast du schon genannt. Wir haben also im November jeden Jahres seit 2020 sind ja nun beide verstorben und beide haben auch im November Geburtstag gehabt. Der eine am 3., der andere am 4. Ernst Senkowski wäre 99 geworden. Für nächstes Jahr muss ich mir was überlegen. Da wird es was etwas Größeres, bin ich schon dabei. Und Alan de Hubbardson wäre immerhin 90 geworden. Und Ernst Senkowski, ja, und Allende auch, sie waren Querdenker, aber das darf man ja eigentlich, das wird heute völlig missverstanden, dieses Wort.
Unter den Aspekten habe ich ihn eigentlich kennengelernt, weil er außerhalb des Denkens geradeaus eben quer gedacht hat. Er hat quer gedacht und das war mir sehr sympathisch. Und er hat, ja, sein Leben war die ITK, die instrumentelle Transkommunikation. Und ich habe ihn 2010 kennengelernt und 2015 ist er dann verstorben. Und er hat ein gutes Werk zum Bewusstseinswandel geleistet, unbedingt. Aber die ITK ist immer noch nicht, und das wird auch noch dauern, in die klassische Parawissenschaft integriert, geschweige denn, dass sie überhaupt bekannt ist. Das hat er immer noch nicht geschafft. Und er war darüber auch manchmal sehr zerknirscht, muss ich mal sagen. Ja gut, da wird er in der Zwischenzeit ja Luftsprünge machen, sobald er das, weiß ich nicht, jetzt im Jenseits kann. Denn er wird uns ja hier beobachten, der ist ja auch mit dir medial sehr stark verbunden. Und er weiß mit Sicherheit auch darüber, was jetzt gerade auf unserem Planeten vonstatten geht. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch das, ich muss es jetzt fast ansprechen, weil der Nachfolger von der instrumentellen Transkommunikation wird ja eben diese Soulphone-Technologie sein. Und das ist ja das Spannende an der Geschichte, dass hier ja kein medialer Veranlassung mehr da sein. Also wer das Gerät bedient, muss nicht mehr medial veranlagt sein, sondern es kann jedes Institut dann in Zukunft testen und selber ausprobieren. Und später gibt es dann eine App auf dem Handy. Und ich weiß nicht, wie das da auf der anderen Seite ist, ob sich hier die Leute oder Senkowski und Co. und schon oder und durch sich schon eingetragen haben in der Liste, wenn wir dann später eben diese App auf unserem Handy haben, wer dann mit ihnen zum Erst telefonieren darf. Die, vielleicht haben sich ja eine Liste zusammengestellt. Ja, Ernst Senkowski hätte sich sicherlich gefreut über diese Entwicklung. Er hat dann immer gesagt, ich hüpfe vor Freude im Quadrat. Ja, das war so ein Spruch, wo man das sich vorgestellt hat, er als so ein etwas schmächtiges Wesen hüpft so im Quadrat. Ja, also ich glaube nach wie vor, dass man die Medialität nicht komplett außen vor lassen kann. Ich glaube, dass es geht ja in verschiedene Richtungen. Es geht ja nicht nur in diese Richtung, die mediale Richtung entwickelt sich ja auch weiter. Und ich glaube, dass die nach wie vor zumindest förderlich ist, um da zu kontakten. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, also ich denke, es wird sich beides befruchten, wenn die Wissenschaft jetzt dann ihren Paradigmenwechsel hinter sich hat und zugeben muss, ja, es gibt andere Welten, andere Realitäten und wir können mit diesen Realitäten auch mit moderner Technologie kommunizieren, später, also anfangen mit Ton, dann mit Bild und dann vielleicht in Hologrammen. Alles zu sehen, auch in meiner neuen Dokumentation, die jetzt am 1.12., glaube ich, kommt es dann bei Polyband schon mal zum Streamen raus, Digital Soul, Schnittstelle ins Jenseits und glaube ich, auch im Dezember kommt der Film, da ist auch Ernst Senkowski nochmal mit dabei, Phänomene, die Realität von Engel, Geister und Dämonen, nur mal das kurz am Rande erwähnt. Aber ich möchte heute was verschenken. Meine Frau hat heute Geburtstag gesagt, wenn du heute Geburtstag hast, dann verschenke ich was. Und zwar meine Frau hat auch was bekommen, aber natürlich auch meine Follower, meine Zuseher. Ich habe hier das fantastische Buch von mir, es heißt Jenseits der Sinne und hier ist auch hinten drauf sehr viele Wissenschaftler, da ist drin der Dr. Rolf Rohböse, der Ulrich Walter, Augustin Oria, der Godehand Bündrup, Kai Möge, Anke Ewerts, Hans-Otto König, Sam Hess, Ernst Senkowski und Dieter Böers hier drin in diesem Buch. Und das verschenke ich und zwar meine Preisfrage ist, welche Sendung im Fernsehen in den 70er Jahren hat dazu geführt, dass sich eben Erlendur Haraldsen damit auseinandergesetzt hat mit den Tonbandstimmen? Und, du meinst Ernst Senkowski? Ja, genau. Entschuldigung, Ernst Senkowski. Das wäre jetzt schiefgegangen. genau, da hätten die Menschen aber lange gegoogelt und nichts gefunden. Wobei ich weiß, dass er die Sendung auch gesehen hat. Ja, natürlich, aber er hat sich auch andere Bereiche. Also ich verschenke zwei Bücher, also die ersten zwei E-Mails, die mir die richtige Antwort schicken, bekommen das kostenlos als kleines Vorweihnachtsgeschenk, wie auch immer, zum heutigen Feiertag und Geburtstag meiner Frau. So, Gesa, wieder zurück zur Ernsthaftigkeit dieses Tuns, wobei ich denke, es wird ja auch zu viel Ernsthaftigkeit in dieses Sterben auch reingelegt. Das ist immer noch ein Tabuthema. Wir sind alle sehr pietätvoll und was auch immer. Aber eigentlich, sage ich mal, ist ja in vielen Kulturen der Welt, es ist ja ein Freudentanz, die sagen, wow, jetzt ist er endlich wieder zu Hause und dann kann er richtig hier auf der anderen Seite wieder Gas geben, bekommt vielleicht wieder einen neuen Bio-Container, weil der alte vielleicht schon mal ein bisschen verschlissen ist und den tauscht man wieder aus. Das machen wir auch mit unseren anderen Geräten, wenn unser Pullover, sage ich mal, nicht mehr zum Flicken ist, kaufen wir uns einen neuen. Oder bei den Schuhen ist das Gleiche, aber wenn wir unseren Körper ablegen, dann haben wir diesen Problem offensichtlich. Ja, ich denke, die beiden, von denen hier die Rede sein soll, die werden das da drüben auch sicherlich machen und haben sich da sicherlich auch zusammengetan mit anderen, da bin ich sehr sicher.
Aber sie haben sich tatsächlich auch zu Lebzeiten getroffen. Erlinda Haraldsson hat ja in München und Freiburg studiert und sie haben sich tatsächlich auch in Freiburg mal getroffen und in Innsbruck. Andreas Resch wäre da so ein Begriff oder Imago Mundi. Und Konstantin Raudive hat auch Erlinda Haraldsson gebeten, an irgendeinem Beispiel teilzunehmen, das mal abzuhören. Also irgendwie hängen die alle miteinander zusammen. Es gibt sogar ein Foto mit Raudive und Haraldsson, wo ich gestaunt habe, wie kann das sein? Ja, also es ist alles miteinander verflochten und man kann nicht sagen, der eine Wissenschaftler hat das gemacht und der andere hat das gemacht. Es hängt alles zusammen. Und das ist das, was Ernst Jankowski auch immer gesagt hat. Die Trennung des Untrennbaren oder so ähnlich. Also man kann es nicht trennen, weil es halt zusammengehört. Ja, wir haben ja sehr viel noch erlebt miteinander und ich möchte kurz ein Bild einblenden. Wer es noch nicht weiß, es gibt immer wieder neue Zuseher, die vielleicht noch über meine Arbeit und Bescheid wissen und deine Arbeit auch nicht, Gesa. Ja. Wir hatten ja vor 2 Jahren eine fantastische Sendereihe aufgenommen, die hat geheißen Timeless, es gibt mehr als du denkst und es wird Zeit, darüber zu sprechen. Und diese 25 Folgen von Timeless sind auf www.gaia.com zu sehen in Deutsch. Und da war auch in zwei Sendungen noch der Erlinda Haraldsson mit dabei. Hier bist ja du mit im Bild und die Dr. Michelle Heinz aus Wien. Und ich habe mal über seine Fälle der Reinkarnation, der paranormalen Phänomene, alle diese Dinge gesprochen und moderne Wunder. Und es war wunderbar. Ich erinnere mich noch, wie ich meinen Kuchen bestellt habe und er dann meinen Kuchen, sage ich mal, sagt, okay, da esse ich gleich mit. Dann haben wir miteinander Kuchen gegessen. Ja, genau. Da gibt es sogar ein Foto, ja, genau. Wo er gemeinsam den Kuchen esst. Ja, also. Ja. Ja, da ist übrigens in der Sendung ist übrigens auch ein Einspieler vom Ernst Jankowski mit dabei. Zu diesem Thema der Tonbandstimmen, weil das haben wir auch kurzzeitig angesprochen da drin. Thema Bewusstsein auch. Ja, also gehen wir mal kurz auf den Erlinda Haraldsson. Nein, vielleicht kennen ja viele Zuseher den gar nicht. Was hat der eigentlich gemacht, Gesa? Du bist ja mit ihm auch in den letzten Jahren noch sehr intensiv zusammen gewesen, auch noch bei Reisen dabei gewesen. Was war das? War ein Professor in Reykjavik, oder? In Reykjavik, in Island, also ein isländischer Professor, Psychologe, Philosoph, Psychologie studiert, Philosophie studiert, beides in unter anderem auch in Deutschland und geboren 1931 und war zunächst in Island und dann hat er gemerkt, dass die Insel ihm nicht reicht, ist dann also hinaus in die Welt und hat dann also später sehr bekannte Menschen getroffen, Ian Stevenson zum Beispiel an einer Stelle, mit dem er zusammengearbeitet hat, dann Carlos Osis, der ist nicht so bekannt, aber in den Kreisen schon. Die Sterbebettvisionsstudie, mehrere Jahre hat er erforscht. Dann war er mehrere Male, 15 Mal in Sri Lanka, Kinder, die sich an frühere Leben erinnern. Dann war er in Indien, Sai Baba, kann man googeln, wer jetzt gar nicht weiß, wer das ist, Sai Baba, hat er erforscht, gibt ein Buch darüber. Er hat 8 bzw. 9 Bücher. Gesa, guck mal, schau, da habe ich jetzt gerade nochmal ein Bild gefunden von Timeless, wo wir gerade über diesen Fall dieses jungen Mädchens hier sprechen. Das ist der Erlinda Haraldsson hier da auf dem Bild ein bisschen jünger, den er halt als eine Reinkarnationsforschung hier zusammengetragen hat. Und der Fall ist natürlich sensationell auch. Ne? Ja, also die hat ein Muttermal an der am Oberkörper und es ist also so, dass die sich erinnern kann an ein Vorleben, was da geschehen ist, dass sie das in das nächste Leben mitgenommen hat. Wie das Ganze zusammenhängt, kann man auch googeln oder wie auch immer. Ich habe demnächst sowieso vor, mal einen Vortrag von Erlinda Haraldsson zu halten, einen deutschsprachigen über Kinder, die sich an frühere Leben erinnern. Und dieses eine junge Mädchen, das ist besonders aufgefallen, weil da wirklich zu 90% wirklich Beweise, ja, jetzt würden manche schreien und sagen, ja, Beweise, was soll das? Aber tatsächlich Beweise gewesen sind, dass man wirklich sagen muss, das kann die sich nicht ausgedacht haben und das, woher soll sie das wissen? Genau, also, das waren, glaube ich, über 30 Aussagen, die dann, ja, mal, von denen, glaube ich, wurden 28 verifiziert und zwei, eine, glaube ich, konnte man nicht nachweisen und eine war falsch. Ja, aber das ist ja unglaublich. Also, das kannst du statistisch gar nicht erklären, ne? Ja. Ja, und zu diesem jungen Mädchen hat er auch noch lange Kontakt gehabt, auch über Facebook und ich weiß nicht was. Also das sind auch Verbindungen, die da entstanden sind. Die sind auch außerhalb dieser Forschung noch geblieben. Das finde ich eigentlich sehr, auch ganz wunderbar. Genau, also diese Sterbebettforschungen, die er gemacht hat in Amerika und dann in Indien, die sind ja auch sehr, sehr bekannt. Da gibt es ein Buch drüber, nicht? Das heißt, der Tod ist kein Ende,
Ja, at Ein neuer the Anfang. Hour of Death erstmal 1977 ist das erschienen und 78 dann die deutsche Auflage, Der Tod ein neuer Anfang. Und 2018 kam dann nochmal eine neue deutsche Auflage auf den Markt und da durfte ich ein Kapitel schreiben, fand ich ganz wunderbar über meine Fälle, die ich beobachtet habe in meiner Arbeit. Und verkauft sie natürlich auch nicht so wie Harry Potter, aber Diese ja. Themen verkaufen sich komischerweise überhaupt nicht wie Harry Potter, weil es gibt ja eigentlich, haben wir ja leider schon ein Gespräch gehabt, auch mit der Susan Freudsheim, wo ich meine Vorträge ein bisschen besprochen habe. Und es gibt ja einmal dieses Lager, die sagt, nee, nee, diese Dinge gibt es gar nicht, da fange ich überhaupt nicht an, nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Und die anderen Lager, die sind teilweise schon relativ gut informiert, aber es ist halt leider nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung. Ja. Also ich kriege sehr viele Zuschriften oder auch ja, E-Mails, Zuschriften oder auch Anrufe oder auch manchmal sind Menschen hier, die entweder eine Einspielung machen wollen oder sonst aus irgendwelchen Gründen mit ihrer Trauer nicht zurechtkommen oder so etwas. Und ich würde sagen, fast so um die 85, 90% schätze ich mal von denen insgesamt gesehen, haben einfach keinen Ansprechpartner. Die sind zu Hause, die haben vielleicht große Familie oder auch nicht, großen Freundeskreis, wie auch immer. Und es ist kein Mensch, der sich mit denen über diese Dinge, mit denen derjenige sich über diese Dinge unterhalten kann. Und wenn er es versucht, dann heißt es gleich, geh doch mal zum Psychiater. Ja, so, ja. Ne, lass dir was geben und dann wird das schon. Genau. Ja, also so geht das auch nicht. Also es ist immer noch so. Und das war so, als ich angefangen habe, das ist jetzt. So, und ich glaube, das wird auch noch einige Ja, Jahrzehnte oder Inkarnationen dauern, bis das sich auflöst. Das ist so hartnäckig in der Menschheit verwurzelt und im deutschen Volk besonders, sage ich mal. Die wir sind Isländer sind da. da wesentlich offener und wesentlich, ja, die gehen wesentlich natürlicher damit um. Die haben ja auch ihre Trolle und ihre Elfen und ich weiß nicht was, die sie auch ernst nehmen und sogar Autobahnen um solche Elfenvölker herumbauen, damit das nicht kaputt geht. So Ja, weit geht das dort. Ja, das die ist in Deutschland, Naturgeister, zeigt man sich einen Vogel. Ja, da sag mal, was haben die? Ja, was ist mit denen? So ist das ja, so der Umgang mit der unterschiedlich. Natur ist da ganz anders. Wie bei uns, ja klar, wir haben uns, wir Deutschen wurden ja diese Materie extrem hineingeprügelt, sage ich jetzt mal, hineingetrichtert, dass wir auch im Außen immer nur versuchen, hier Materie zu sammeln ohne Ende. Geld, Autos, Güter, mein Haus, mein Hund, mein Boot, was ich alles, nicht? Weil es ja nur die Materie gibt und sonst nichts. Und also muss ich möglichst viele Dinge sammeln. Und stellen wir dann das ganze Zeug dann in die Wohnung, nicht? Glaube ich, heute hat man, glaube ich, um die 140.000 Artikel im Haus und vor 100 Jahren hat man, glaube ich, 1400 Artikel gehabt, irgendwie sowas. Also wir sammeln dann alles und zum Schluss kommt wieder die Flut, die reißt dann wieder alles weg. Ja, Gesa, also Erlendur Haraldsen als Parapsychologe, als Philosoph, als Psychologe in der ganzen Welt unterwegs mit allen Größen, die es zu seinen Zeiten überhaupt gegeben hat. Viele Vorträge gehalten, 9 Bücher geschrieben. Alles zu finden natürlich, wer sich genau dafür interessieren will, auf deiner Seite. Du hast auch den Link zu seiner, sage ich mal, Universitätsseite noch, oder? Wieder Ja, also seine aufbringen lassen. Universitätswebsite, die Website, die er hat, die ist halt auf dem Server der Isländischen Universität. Und es ist leider Gottes so, dass diese Website jetzt von der Universität eingestellt wird. Verstehen kann ich das nicht. Die Begründung ist, dass jeder Professor oder wie auch immer, der ein Jahr lang verstorben ist, der dort gelehrt hat, dass dann alles von ihm ja deleted, ja gelöscht wird. Man versteht es nicht. Ich finde das sehr unwürdig. Aber ich habe also vorgesorgt, ich habe alles eins zu eins als Kopie bei mir. Jeder, der Isländisch lernen will, kann auf meiner Website das Ganze in isländischer Sprache lesen, wenn er Oh, denn will. Ja. das ist eine andere Sendung. Das machen wir noch nicht. Nein, und Englisch, und da kann man halt alles finden. Aber ich wollte noch sagen, sowohl Ernst Senkowski als auch Erlendur Haraldsson, diese waren sehr unterschiedliche Charaktere, aber sie hatten eins auf jeden Fall gemeinsam. Sie waren absolut authentisch und sie waren sehr bescheiden in ihren Ansichten und in ihrem Umgang und haben nichts dogmatisch behauptet und gesagt, und das gilt jetzt für die nächsten 3000 Jahre und so ist das jetzt und alle anderen haben Unrecht. Und deswegen erkenne ich diese beiden auch so sehr an, weil sie haben immer noch eine Tür offen gelassen und nicht etwas stur behauptet, sondern immer gesagt, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist groß, aber.
Das haben Ja, beide gut. gemacht. Weil auch wenn man sagen würde, ja, diese Erkenntnisse, die können wir jetzt mal sagen, mal fixieren, dann gibt es ja immer noch ein größeres Bild, weil es immer ein größeres Bild gibt. Das sind ja nie die letzten Erkenntnisse unseres Seins, die wir hier, sage ich mal, uns hier herausarbeiten. Aber nochmal zum Erlendur Haraldsen. Also einmal hat er die Reinkarnationsforschung gemacht mit Evan Stevenson, ich glaube, über 300 Fälle hat er hier zusammengetragen, weltweit dann eben diese Sterbebettvisionsforschung, also oder was die Menschen erleben, kurz bevor sie sterben, und zwar in zwei Ländern, in den USA eben und dann in Indien, damit man hier der Kultur auch sieht, ob das kulturübergreifend ist, was hier die Leute berichten oder die Menschen. Und da gibt es ja ganz, ganz interessante Sachen, das hat er auch hier in unseren Sendungen erzählt. Und auch übrigens, glaube ich, in Transzendenz ist auch noch ein längeres Interview drin mit ihm, das wir in London geführt haben. Ja. Genau, naja, weil hat er selber auch sehr viele paranormale Phänomene erlebt. Das ist auch ganz, ganz spannend, ne? Ja, also vor allem in seiner Studentenzeit in Kopenhagen hat er einiges erlebt und es hat ihn auch geprägt. Und er hat auch immer gesagt, ich rede nicht nur davon und ich forsche nicht nur und berichte Beispiele und sammle Beispiele, sondern ich habe es auch selber erlebt. Und er hat auch Sterbebettvisionen erlebt, beispielsweise bei seiner Frau, er war dabei, als sie verstorben ist, und er war auch bei Ian Stevenson dabei, als der starb, und da waren auch Visionen. Es gibt darüber einen Bericht von ihm über das Sterben von Ian Stevenson. Das wollte ich schon immer mal auf meiner Website veröffentlichen, werde ich jetzt vielleicht mal tun. Also der war sehr, sehr vielseitig unterwegs in seiner Forschung. Genau, und das ist natürlich das ist toll. Jetzt komme ich wieder auf die Cellphone-Technologie zurück, weil ich kann das nicht oft genug ansprechen. Das ist aber, glaube ich, auch das Tolle dabei, dass jetzt in Zukunft, meine, vielleicht dauert es noch ein gewissen paar Monate, ein paar Jahre, ist egal, aber unsere Kinder und Kindeskinder, für die wird diese Technologie völlig normal sein, so wie wir heute den Fernseher einschalten, so sagen, so, okay, jetzt rufen wir mal schnell einen Papa, Opa, Oma, eine Ahnung, haben im Jenseits gesagt, du, pass auf, ich habe eine Frage. Denn die Jenseitigen, die werden ja jetzt auch eben dieses Forscherteam, das der Dr. Gary Schwarz hat, das sind 18 Wissenschaftler auf der anderen Seite, das sein A-Team, der sagt, wir hier auf dieser Seite sind das B-Team. Und da kann man vorstellen, dass die beiden natürlich sagen, okay, wenn ich das jetzt noch nicht mitbekommen habe, aber jetzt muss ich mal schnell einmal die Schaltzentrale suchen, wo sind denn die Burschen unterwegs, dass wir auch hier mal später mal hier wieder unseren Beitrag auf der anderen Seite dazu leisten können. Das ist natürlich einmal eine ganz andere Nummer jetzt dann. Da kommen wir jetzt in ganz andere Sphären und Sachen rein. Das ist schon spannend, oder? Ja, es ist sicherlich spannend, aber für diejenigen, die die Vorstufe noch nicht mal akzeptieren, für die ist das hier natürlich Heavy Metal. Ja, das geht überhaupt nicht. Also die stehen auf und gehen nach Hause und kommen nie wieder. Ja, die kriegen Angst. Und das ist so ein bisschen die Gefahr bei diesem Ganzen, dass man vor lauter Forschung und vor lauter Begeisterung für das Thema, dass man die Menschen nicht mitnimmt, sondern dass man sie leider oft auch eher vergrault. Und das ist eigentlich ja nicht Sinn der Sache, ne? Ja, das ist jetzt schwierig, gell, dass man sagt, auch bei Vorträgen oder sonstigen Sachen, da kommen ja Leute, die sind ja das erste Mal bei diesem Thema vertraut, und welche sind die Insider? Ne? Wo fängst du an und wie hörst du auf? Das ist ganz klar, weil wenn du in die Tiefe gehst, und das sind wir ja, wenn wir uns unterhalten, dann ist man schnell im Hardcore drin. Und dann sagen die anderen, wow, wir wissen ja gar nicht einmal, dass überhaupt das Leben weitergeht. Und ihr redet schon von Kommunikation und Zoom-Konferenzen mit Jenseits und holographisches Treffen und lauter so Sachen. Ihr habt wohl wahrscheinlich zu viele Science-Fiction-Filme gesehen. Nee, es geht darum, dass die Menschen tatsächlich sich zu wenig informieren und nur den öffentlich-rechtlichen Anstalten, sage ich mal, vertrauen, die diese Themen ja gar nicht anpassen. Ne? Logisch. Naja, ein bestes Beispiel, das nenne ich immer, das ist wirklich ein sehr einfaches Beispiel aus der Hospizarbeit. Ich habe etliche erlebt, die sind 20, 25 Jahre in der ehrenamtlichen Hospizarbeit tätig und machen gute Arbeit, das muss man wirklich sagen. Sind authentisch und versuchen alles, dass es demjenigen ja gut geht, was auch immer das heißt. Und wenn man dann mal fragt, Sterbebettvision, es gibt welche, die haben auch nach 20 Jahren dieses Wort noch nie gehört. Und da denke ich so, Alter, was ist mit denen los? Das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Das ist so, als wenn einer Ich einer habe ein Beispiel Hospizarbeit. gesagt, das ist so, als wenn man sagt, 40 Jahre mit dem Auto fährt und hat noch nie Ampel gesehen. Ja, vielleicht. Oder ich wollte sagen, also machst du Hospizarbeit und man fragt dann mal, haben Sie schon mal was über Elisabeth Kübler-Ross gehört? Und derjenige Genau. sagt, nee, habe ich nie gehört. Ja, also da denkt man so, was hat der gemacht die ganze Zeit? Also an die sollte man auch denken und die irgendwo abholen. Es ist ja in der
bei Hospizen ist es sowieso schwierig, diese Themen anzubringen, weil die meistenteils tatsächlich von Parapsychologen publiziert wurden, auch in früheren Jahrhunderten schon oder von Quantenphysikern oder Physikern überhaupt. Und da schrecken viele zurück und das wirkt einfach abschreckend. Ja. Leider. Genau, jetzt gehen wir aber nochmal einen Schwenk rüber zum Jens Sinkowski. Ja. Der ja, sage ich jetzt mal, als ja, Technikbegeisterter und als Funker im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg ihm dann Experimentalphysik studiert hat und dann auch als Professor gearbeitet hat. Und der hat, ich sage jetzt mal, diesen Themen, sage ich mal, in den 70er Jahren gewidmet. Wie gesagt, die Frage, um ein Buch zu bekommen, ist ja, welche Sendung haben Sie dann im Fernsehen oder hat er im Fernsehen gesehen, damit er mit diesen Forschungen begonnen hat. Er hat ja über 40 Jahre, hat auch ein Buch geschrieben, oder? Den Klassiker zu diesem Thema, oder? Gesa, gibt es das noch auf dem Markt? Wie heißt das? Instrumentelle Transkommunikation und der... Wo habe ich es denn? Ja, muss ich jetzt aufstehen. Also der Titel, der Untertitel ist fürchterlich lang, den kann ich nicht auswendig. Also ITK, instrumentelle Transkommunikation, irgendwas mit autonome Transkontakte, bla. Ich weiß es nicht, müsste ich ablesen. Aber ich habe jetzt hier auch keins liegen. Das hat er 1989 geschrieben. Das ist im Grunde bis heute eigentlich das Standardwerk zu dem Thema, weil es ein Wissenschaftler ist, der das geschrieben hat. Aber es war eben ein Physiker und deswegen basiert das Ganze auch auf der Technik. Das ist der Grund. Also wenn es jemand anders geschrieben hätte, ein Biologe oder ein Philosoph oder so etwas, dann wäre das in eine ganz andere Richtung gegangen. Na gut, und der hätte aber auch wahrscheinlich die Experimente nicht machen können, die eben der Jens Sinkowski gemacht hat. Der hat ja selber diese Tonbandstimmen-Einspielungen ja gemacht. Also die erste Auflage war sehr schnell vergriffen. Er hat dann eine zweite aufgelegt und insgesamt gab es 4 Auflagen und die letzte war insgesamt verkauft, tatsächlich kurz bevor er gestorben ist. Und da hat er gesagt, jetzt ist Schluss. Es gibt eine englische Version des Buches im Internet. Die Übersetzung ist nicht so doll. Dann habe ich hier tatsächlich da rechts in meiner einen Schublade, wo so viel, überhaupt hier so viel liegt, was noch bearbeitet werden will, eine italienische Ausgabe. Okay. Die Begründung, wieso das nie auf den Markt gekommen ist, es wurde kein Verlag gefunden, der behauptet hätte, wir können daran verdienen. Die haben alle gesagt, wir können das machen, aber wir verdienen nichts daran, mein Thema nicht. Mhm. Und dann sollte es mal eine portugiesische Ausgabe geben, aber zu der ist es auch nicht gekommen, weil die finanziellen Mittel fehlten. Ja, leider nicht. Naja, das ist ja das Spannende, das haben wir auch schon öfter angesprochen. Wenn man eben die Transkommunikation nimmt, dann kriegt man keine Mittel dafür und so weiter. Auch der Gerd Schwarz ist natürlich hier auf Privatinvestoren angewiesen. Wenn aber hier, sage ich jetzt mal, Elon Musk oder wer auch immer oder Ray Kurzweil berichten über ihre Transhumanismus und die Menschenmaschine und hier Geisterforschung und Bewusstsein und runterladen auf Rechner und neues Handgelenk, da gibt es Geld ohne Ende, da spielt Geld keine Rolle. Praktisch für die Sackgasse der Menschheit, für das Denken, das in Schubladen, für die Einbahnstraße, wo man sagt, gegen die Wand fährt, da gibt es Geld ohne Ende. Und für die Zukunft der Menschheit, für das, dass wir gesagt haben, wir lernen jetzt dazu, in den nächsten Quantensprung unserer Existenz, da sagen wir, nein, da wollen wir kein Geld investieren, wir wollen das gar nicht wissen. Naja, das Ganze ist für die Wirtschaft ist es natürlich nicht rentabel. In der ITK kann man nichts groß verdienen. In der ehrenamtlichen Hospizarbeit kriegst du auch keinen Pfennig. Und jeder, der da was publiziert, der muss wirklich entweder schon sehr bekannt sein oder jemanden kennen, der wieder einen kennt, dass das dann was wird. Und dann hängt bei den Hospizlern noch im Grunde genommen auch die Pharmaindustrie dahinter, die, wenn es ganz dumm läuft, das Ganze noch verhindert oder vielleicht blockiert, dass es diese spirituellen Dinge oder vielleicht auch paranormalen Phänomene nicht an die Öffentlichkeit kommen, denn dann muss man ja eingestehen, dass die Medizin da nichts bringt, also kann man sie absetzen. Und dieses ganze Verwogene spielt da alles eine Rolle. Und da sieht man mal, wo wir da noch stehen. Das ist noch nicht so, wie man sich das wünscht. Na klar, wenn wir eben denken, dass die Materie existiert und wir in eine Welt hineingeboren werden, die es auch ohne uns gibt, und wir müssen die Dinge kaufen und sammeln, um unser Wachstum zu generieren, damit wir Arbeitsplätze haben etc., dann interessiert uns natürlich ein Leben nach dem Tod vielleicht einmal in erster Linie nur den Bestatter, der sagt, okay, möglichst eine aufwendige Geschichte hier zu verkaufen, wie auch immer, ich möchte, dass die Bestatter nicht hier, aber ehrenamtlicher Beruf oder ein Ehrenhafter, aber
Wir denken immer noch in Dingen, wir denken immer noch in Sachen zum Anfassen, aber wir denken nicht, dass wir eigentlich wegen Aufgabe hier sind. Und das ist, glaube ich, auch das, weil was wir noch machen sollten, sind nämlich die Ergebnisse, was die beiden immer erforscht haben. Nicht nur, dass man sagt, okay, jetzt wissen wir, dass diese paranormalen Dinge erscheinen oder dass das Wahrscheinlichkeit ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und so weiter oder Sterbebettvisionen. Aber das Wichtigste, was eigentlich dabei herausgekommen ist, sind ja mehrere Dinge, oder Gesa? Einmal deine Arbeit, dass du sagst, okay, der Tod ist ein Übergang. Ja. Und wir kommen wegen einer Aufgabe hierher. Und wir sind nicht zufällig hier und springen hier rum. Ja, also die meisten fangen erst dann über diese Dinge nachzudenken, entweder wenn sie selber irgendein Schicksal erleiden, sei es, ich nenne jetzt mal irgendeinen Verkehrsunfall, wo sie hinterher querschnittsgelähmt sind oder sonst irgendwas ganz Fürchterliches, oder ein Kind, ein eigenes, der eigenen Kinder ist verstorben, dass die Eltern also verwaist sind und die Kinder vor ihnen sterben, irgend sowas. Dann fangen die Leute an, darüber nachzudenken. Aber im Alltag, ja, mein Haus, mein Beruf, mein Geld, mein Mann, alles meins, ja, da kommt man gar nicht dazu. Und das wird auch jetzt im Zuge von Corona nicht besser. Die Leute sind so in sich zurückgezogen und so, so isoliert inzwischen, dass für so etwas überhaupt kein Platz bleibt und kein Platz. Das ist inzwischen so blockiert. Und dieses morphische Feld baut sich nicht nur für positive Entwicklung auf, sondern leider Gottes eben auch für solche Entwicklungen. Und das ist im Moment verdammt stark. Und da wieder herauszukommen, das gilt es nun zu schaffen. Und das wird nicht so einfach. Im Moment manövrieren wir uns noch immer mehr hinein, ja. Ja gut, das gehört wahrscheinlich dazu, dieser Kreislauf des Lebens, dass man erkennt, dass man hier in einer Sackgasse ist und alle Leute oder eher, wie immer, die Menschen nur an diesen Dingen festhalten und irgendwie eine Krise bekommen, weil ihre Firma weg ist oder Geld weg oder was auch immer. Und dann vielleicht irgendwann durch diese Krise zu erkennen, dass es gar nicht um diese Dinge geht, sondern um die Persönlichkeitsentwicklung geht, um hier in verschiedenen Welten, in verschiedenen Leben Liebe zu lernen, um zu sagen, okay, ich löse jede Aufgabe mit Liebe. Aber da gehört halt einfach Erfahrung dazu. Das kann man nicht eben sagen, okay, mach mal, und dann, sondern der muss das selber erfahren, über Schmerz und Leid. Also ich weiß, dass sowohl Ernst Senkowski als auch Erlander Haraldsson, jetzt kann man ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja, aber es ist einfach interessant, die hatten beide ihre Rituale abends, bevor sie schlafen gegangen sind, also nicht so dieses klassische Gebet, lieber Gott und bla, sondern die haben tatsächlich jeder für sich, jeder auf seine Art. Das ging in die Richtung, also an die Menschheit, bitte werde doch endlich wach, bitte lass es endlich hell werden auf der Welt und lass meine Forschung nicht umsonst sein. So fasse ich das mal zusammen. Und das haben die ja nicht miteinander besprochen, sondern das hat jeder von denen gemacht. Das haben übrigens noch einige andere auch gemacht. Von Albert Einstein wird das auch behauptet, ob das stimmt, weiß ich nicht, dass er also ins Universum jeden Abend da irgendwas geschickt hat. Übrigens, Gesa, das ist zum Beispiel auch witzig, weil der Erste, der sich beim Dr. Gerdy Schwarz gemeldet hat, war Albert Einstein. Ja, hatte ich mitbekommen, ja. Ja, wunderbar. Der hat sich auch über Tonbandstimmen mal gemeldet. Gibt es auch Monologe darüber in dem ITK-Buch? Also an Stimmen fehlt es ja nicht. Was momentan ein bisschen nachlässig sind die direkten Telefonanrufe, das ist scheinbar mit der Digitalisierung. Da arbeiten sie scheinbar noch auf der anderen Seite da drüben, weil wir mir alles in 0 und 1 zerhackt haben, keine Ahnung, in unserer digitalen Welt. Da ist es nicht mehr ganz so einfach, vom Jenseits hier scheinbar rüber zu telefonieren, so wie das in den 70er und 80er Jahren noch fast Standard war. Ja, also man hat ja damals wirklich auch von der Deutschen Post, ja, die hat man also wirklich überprüft und hier und da und hat wirklich zum Teil keine Telefonanrufe und keine Verbindung nachweisen können. Und was blieb anderes übrig? Es blieb wirklich übrig, sich einzugestehen, dass man es tatsächlich mit Anomalien zu tun hat. Aber heute, ja, also heute, da man weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten, über die digitalen Medien da was zu tricksen und über Smartphone oder Handy oder iPhone, wie auch immer. Es gibt so viele Fälschungen und so viele gute Fälschungen, dass das ganze Thema wieder zunichte macht. Aber wo es keine Fälschung gibt, ist bei den Sterbebettvisionen. Also ich habe noch keinen Sterbenden kennengelernt, der mir wirklich was vormacht und sagt, ich habe da was gesehen und nachher stellt sich irgendwie raus, es war gar nicht so, der wollte nur, die haben das gar nicht mehr nötig, da irgendwie. Ja, genau, also nach dem Motto, er stellt sich tot und dann ist er, dann um die Gesa, sage ich mal, ein bisschen hinters Licht zu führen und dann geht er nach Hause und sagt, ich bin gar nicht krank und ich muss nicht sterben. Also ja, genau, das hat mal einer gesagt, ich bin
überhaupt nicht krank und ich muss auch nicht sterben. Und 10 Minuten später war er weg. Ja, okay. Ja. Ja, Eleanor Holdertson hat auch diese ganze Corona-Geschichte noch am eigenen Leibe miterlebt. Er ist ja im November, 22. November letzten Jahres verstorben. Da war ja auch schon Corona, auch in isländischen Krankenhäusern. Und er wurde wirklich von Krankenhaus zu Krankenhaus immer wieder verlegt, weil da Corona ausgebrochen war und über viele Wochen einsam und alleine. Und das so ein Mensch, du weißt, hast ja kennengelernt, also das muss ja eine Strafe, das muss ein Albtraum gewesen sein für so einen Menschen. Aber alleine ist er dann doch nicht gegangen, er war doch im Beisein seiner Familienmitgliedern oder von also Freundesbekanntenkreis, also es ging alles noch. Also Gisa, das heißt ja, viele Menschen, die jetzt vielleicht mal das eine oder andere, weil wichtig ist ja, wenn wir so eine Gespräche führen und diese Kanäle, sage ich mal, ja ganz langsam, sage ich mal, hier anwachsen, um hier mehr Menschen zu erreichen, dann ist natürlich wichtig, dass es geteilt wird, dass die Menschen wissen, wo finden die Quellen, wo finden die Querverweise. Da kann ich immer wieder nur eine Sache sagen, es ist deine Webseite, ich muss die direkt einmal kurz aufrufen. Gesa, wie heißt die? Sterbebegleitung-Jenseitskontakte. Ich muss ich schnell mal aufrufen, damit man mal sieht, weil bei dir ist ja hier ein... Ja, das ist ein Fundus an... Also mehr kann man, glaube ich, gar nicht zusammentragen. Also da sind ja immer aktuelle Sachen drauf. Hier sind die ganzen Publikationen drauf. Ja, aktuell findet man dann die aktuellen natürlich. Auch die ganzen Fälle der einzelnen, ja, oder sehr viele Fälle der Forschungen, der paranormalen Forschung, der Spukforschung, alles mögliche. Also hier ist ein Lexikon der Unglaublichkeiten, sage ich mal, hier zusammengetragen. Das kann man gar nicht anders sagen. Ne? Und klar, meiner Seite finden die Leute natürlich auch das eine oder andere. Und wie gesagt, ich sage nochmal, wenn jemand vielleicht später einschaltet, manche schalten ja die Videos so ein, ist auch spannend. Es gibt niemand, also in keinem, sage ich mal, kein YouTube-Kanal wird, sage ich mal, zu 100% angeschaut. Die sind immer zwischen 39 und 41% werden die Videos angeschaut. Das heißt, die Leute schauen das Video scheinbar an und springen dann von nächsten fünf Minuten, wie auch immer, so durch und sagen, ist was Interessantes dabei. Vielleicht erwische ich es gerade, wenn ich hier hintrücke. Wer am Anfang nicht eingeschaltet hat, wie gesagt, wer mir schreiben kann, das sind zwei Bücher, möchte ich heute verschenken, jenseits der Sinne. Hier sind unzählige Forscher interviewt drauf. Und auch ein Vortrag von Ernst Sikowski mit drin, welche Sendung er gesehen hat in den 70er Jahren und damit er mit dieser Forschung begonnen hat, der bekommt das Buch von mir. Aber man muss nicht exakt den Titel der Sendung nennen, oder? Ja, das kann man aber schon googeln. Also ganz ich einfach. Ich wollte nur noch mal fragen, alles klar. Also es muss der Titel genannt werden, gut. Gisa, ja, das war mir wieder eine Ehre, mit dir zu sprechen. Und ich finde es auch toll, dass du da immer mit der Begeisterung und Anführungsstrichen deine Hospizarbeit machst und hier in dieser Forschung dabei bist, um die Menschen aufzuklären. Lass da nicht nach, Gisa. Bleib ja, also das Aktuellste ist jetzt am kommenden Samstag. Eigentlich sollte das in Aachen stattfinden, das darf ich ja ruhig mal sagen. Das ist ja keine Konkurrenz zu deiner Arbeit, sondern eher eine wunderbare Ergänzung. Walter van Laak, den kennst du auch. Veranstaltet ja alle 2 Jahre einen Kongress und diesmal online. Und, er ist übrigens auch hier in dem Buch drin. Ja, genau, siehst du? Und kurz gesagt, es sind einige Referenten. Die Elke Schneider ist im Übrigen auch dabei mit ihrer Spirit Art. Hier hinter mir sieht man auch ein Bild, was da steht, eine Zeichnung übrigens. Da, genau. Mein Vortrag lautet Corona, ich weiß nicht mehr genau, Corona, Sterben, Tod und dann... Wenn die Würde auf der Strecke bleibt, ja, das sagt schon einiges, in welche Richtung das geht. Man darf gespannt sein. Wer also endlich mal von mir wissen will, wie ich über Corona und Hospizbewegung denke, der kann sich das gerne anhören. Es kostet auch nichts. Man braucht sich nur anzumelden und kriegt von Walter van Laak den Link und kann dann teilnehmen am 13. Ich werde die Sachen verlinken, dann auch unter dem Video nochmal die ganzen Dinge, damit die Leute das auch finden. Ja. Und Gisa, ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder und suchen uns wieder ein Thema raus. Danke dabei. Ich denke, jetzt haben wir die Leute wieder ein paar Infos gegeben und wünsche mir ein super Nächtle und was auch immer noch alles da ansteht. Ja, vielen Dank erstmal, so einstweilen.